Endlich wieder am Ball. Für die Profis des FC Bayern stand am Samstag der Trainingsauftakt an der Säbener Straße auf dem Plan. Klar, dass gute Laune dabei garantiert war. Bei Spielern, Trainerteam und natürlich auch bei den Fans, die ihre Idole frisch erholt vom Urlaub bei der ersten Einheit begutachten konnten. 8 Profis bat Carlo Ancelotti zu seiner zweiten Vorbereitung beim deutschen Rekordmeister auf den Rasen. 3 trainierten individuell. Zuvor gab unser Trainer bereits auf der Pressekonferenz seine Marschroute für die anstehende Saison preis. Ich bin zufrieden, diese neue Saison startet, weil ich viele Titel gewinnen möchte. I am happy with this team. We signed 4 new good player in this moment and everyone with different characteristics. I'm sure that the squad is going to improve. Of course, we have time until 31st of August, and see if there is any opportunity to improve our squad. I think that the club is ready to do. But until now, I am happy. Of course, today we start with only 8 players from the first squad, but this is normal. Mit von der Partie beim ersten Training der Saison: Thomas Müller, Franck Ribéry, Kingsley Coman, Javi Martinez, Mats Hummels, Juan Bernat. Tom Starke war so nett und kehrte für die Trainingseinheit als Torwart zurück. Da Manuel Neuer und Sven Ulreich noch nicht ganz so weit sind und im Leistungszentrum arbeiteten, genau wie Jerome Boateng. Ganz neu an der Seite von Carlo Ancelotti: Co-Trainer Willy Sagnol. Selbst 9 Jahre im Bayern-Trikot aktiv und nun zurück an der Säbener Straße. Juli ist immer ein sehr wichtiger Monat, wo alle Spieler müssen sich fit machen für die ganze Saison. Aber ich denke, dass mit dem Reise nach China, mit unserer Vorbereitung hier, dass wir schon auf dem Weg zu einer guten Saison. Ich habe meine Karriere ein bisschen zu früh aufgehört, wegen Verletzung. Ich meine, zu früher als geplant. Mit Uli, wir haben immer gesagt, das war nur ein Auf Wiedersehen, okay. Das war kein Adieu. Und heute bin ich wieder da und sehr glücklich. Rund eine Stunde schwitzten Hummels und Co. zum Trainingsauftakt. Natürlich unter Beobachtung zahlreicher Fans. Doch bereits vor der ersten Einheit ging es am Vormittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit schon zum Leistungstest. Und dabei hieß es wie hier für Manuel Neuer: einmal Tiefluft holen. Einmal komplett durchchecken bitte. Unter anderem standen ein Kardiotest, eine Speichelprobe und ein Check der Lungenfunktion auf dem Plan, bevor es dann eben endlich wieder auf den Trainingsplatz ging.